Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Part mit unserer süßen Minty Price. Letzte Folge war wieder einiges aktiv. Wir haben die Mutterpflanze endlich gesehen. Und ich kann es nur wiederholen, sieht dieses Vieh hässlich aus. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird, die zu besiegen. Trevor habe ich schon gesagt, den planen wir mit ein als zweite Unterstützungskraft. Dann fehlen uns nur noch zwei weitere Sims, die dann mit uns zusammen kämpfen. Wir haben einmal dieses experimentelle Impfstoffgedöns einem Sim übergekippt. Und auf jeden Fall brauchen wir noch zwei. Die Verschwörungstechnikerin ist hier am Machen und Tun. Okay. Muss ich nicht verstehen. Aber okay. Ja, was haben wir noch letzte Folge mit rausbekommen? Wir haben eine Pflanze vor ein paar Folgen veredelt und da ist einfach eine, ja, da wachsen jetzt bizarre Früchte einfach dran. Ich finde es so krass. Arbeitstag war total gut. Dann haben wir bei einem Tanz den Trevor gefragt, ob er mit uns, ja, unser fester Freund sein möchte. Und ja, seitdem das ist, ist die Mindy ein bisschen auf Eifersuchtskurs. Sie ist ein bisschen unsicher, weil sie ihren Schatz hier nicht bei sich hat. Und ja, ich habe sie gerade aufgetragen, dass sie mal eine Runde joggen gehen kann. Wir werden sie da begleiten. Unser Gärtner ist jetzt nach Hause, das ist schon mal sehr gut. Den Trevor werden wir dann gleich einladen. Was ich jetzt machen wollte, ist hier beim Connor den Liebesbalken auf Null setzen. Denn die hatten in dem Sinn ja nichts. Der Connor fand sie nur sehr interessant und sie scheint es ihn auch zum Teil. Und dadurch ist dann dieser Liebesbalken entstanden. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Josh. Ach so, stimmt, wir müssen einen anderen den testen. Okay. Dann werden wir den an Karas Mann testen. Minty, hör mal kurz. Ja, du magst Fitness. Gib dem Argon bitte mal gerade den Impf. Die Impfdosis. Okay. Hat's funktioniert? Also er hat zwar eine Reaktion ausgelöst, konnte aber nicht komplett beseitigt werden. Wir müssen ihn jetzt nochmal ausprobieren. Schau mal, hier läuft doch auch noch jemand. Der Dolphini. Machen wir hier einmal gerade auch bei ihr den Impfstoff. Jetzt bin ich mal gespannt. Eureka, der Impfstoff scheint die Infektion zu beseitigen. Geh zurück zum Geheimlabor, um den Impfstoff gegen die Infektion am chemischen Analysegerät herzustellen. Okay, also funktioniert der. Dann lassen wir die Minty allerdings jetzt mal weiter joggen. Und wir werden den Trevor dann mal einladen. Ja, was haben wir noch letztes Mal gemacht? Wir haben die Ellens kontaktiert und ich hoffe ja sehr, dass wir vielleicht eine Entführung heute erleben, dass die Minty entführt wird. Ich bin sehr gespannt darauf und ja, freue mich diesbezüglich schon sehr. Ich würde es mir sehr wünschen für sie. Wie sich das anhört. Ich würde es mir sehr wünschen. Ja, aber es ist so, ich wünsche es mir wirklich, dass sie von einem Alien entführt wird. Also ich finde das voll cool. Ich habe das ja privat getestet in meinem Self-Sim. Und da bin ich dann entführt worden mit meinem Self-Sim. Und das war schon cool. Also so ein kleines Alien-Baby ist schon was Schönes. Deshalb hoffe ich sehr, dass das funktioniert. Auf jeden Fall drehen die Sims immer mehr durch. Ich glaube, wir sind noch die Einzigen, die normal irgendwie rumlaufen. Bist du fertig? Okay. Dann darfst du zu Hause duschen, darfst dann was essen und dann werden wir den Trevor einladen. Ihr könnt euch einen schönen Abend machen. Beziehungsweise, ich glaube, der Trevor ist schon bei uns zu Hause. Ja, da ist er. Da ist er und ist direkt am Schaukeln. Ach, Trevor. Schau mal, dann kannst du ihm gerade mal ein Küsschen auf die Wange geben, wenn wir das bekommen sollten. Wange küssen, sagt Trevor, ich bin kurz unter der Dusche, ich bin total verschwitzt, ich habe gerade meine Sportrunde gedreht und gebe ihm mal ein Küsschen, dann gehst du duschen und dann könntest du uns
euch eigentlich schon mal was zu essen kochen. Abendessen servieren. Machen wir das mal. Was macht ihr? Ach, jetzt wollt ihr euch knuddeln? Okay. Ah, wie süß. Dass wir unsere Schelmfähigkeit auch ein bisschen nach oben pushen. Und da ist diese Pflanze wieder. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was du da jetzt am Kochen bist. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Sollen wir uns ein bisschen Musik anmachen? Schau mal. Musik, spielen, Blues. Chips. Nimmst du das mit? Und zum Essen rufen. Mach das mal. Oh, sie ist voll müde. Ach, Schatz, machst du ein Kraftnickerchen? Ja gut, dann brauchst du auch kein Kraftnickerchen zu machen. Dann ist der jetzt gerade scheinbar nach Hause gegangen. Och, Manu. Mini, aufräumen. Danach kannst du noch ein bisschen tanzen, wenn du willst. Na komm. Auf. Aber ihr geht's gut. Lust auf draußen. Okay, wir müssen nach was gegen danach tun. Dann machen wir das wieder aus. Und dann darfst du schlafen gehen. Ja, und dann sehen wir uns beim am nächsten Tag wieder. Wir werden die Minty mit auf die Arbeit begleiten. Von den Aliens sind wir jetzt leider diesmal nicht entführt worden. Der Zeitpunkt ist schon rüber. Normalerweise kommen die, ich glaube, so gegen 22 bis 23 Uhr war meine letzte Entführung. Deshalb, also, vielleicht am Dienstagnacht dann. Aber wir werden dann gleich erstmal sie versorgen, damit sie fit für die Arbeit ist. Oh, 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 oh. Komm mal ganz schnell hier runter. Oh nein! Unsere Kuhpflanze ist tot. Nein. Och nö. Na gut. Es tut mir leid, Pumba. Das war wirklich keine Absicht. Na gut, du kommst ja dann wieder, wenn wir in das andere Haus ziehen. Weil da stehen die zwei ja auch auf dem Grundstück. So, haben wir alles geerntet. Dann verkaufe ich wieder ein bisschen was. Lass mich mal durchlunzen. Das könnte man... Wow, 1100? Wieso ist das denn so viel auf einmal? So, 20 von denen, 30 von denen. Und von denen würde ich auch ein paar verkaufen. Sonst haben wir da so, so, so viele in unserem Inventar drin. Ja, das reicht. Schau mal, das reicht. Dann haben wir was für die... für die Arbeit, dass wir da ein bisschen was machen können. Genau. So, unser Gärtner kommt, heißt, wir brauchen uns nicht so um den Garten zu kümmern. Dann würde ich sagen, holst du mal die Post raus. Vielleicht haben wir ja Glück und haben das letzte Element. Dann hätten wir nämlich die Elementsammlung schon mal fertig. Das letzte, aber bisher schaut es, glaube ich, nicht gut aus. Nein, schade. Schade, 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 schade. Aber okay, gut. Es ist immerhin nur noch eines. Da müssen wir uns ein bisschen sputen. So, du könntest dir mal was anderes anziehen. Das sieht immer so krass aus. Zur Besinnung bringen. Versuchen, mit ihr zu reden. Zur Besinnung bringen. Oh mein Gott. Oh nein, brich dir bitte nicht die Finger. Okay. Okay. Alles klar. So, eine Frage der Moral. Eines Tages stehst du vor der Entscheidung, ob du ein wohlwollender Wissenschaftler sein oder dein Wissen für das Böse einsetzen möchtest. Gut oder böse? Wirst du deine Kollegen unterstützen oder ihnen Fallen stellen?
Oh. Oh. Okay. Was bedeutet das jetzt? Gib ihr mal eine bizarre Frucht. Dann kannst du Unfug, kannst sie mal behaupten, kriminelles Superhirn zu sein. Mach das mal. Schlechte Nachrichten verkünden. Ja, komm, das machen wir mal. Unfug. Falsche, schlechte Nachricht verkünden. Okay. Sie guckt nicht besonders begeistert, die liebe Janet. Janet, weißt du, warst immer so nett zu uns. Und jetzt sind wir so böse zu dir. Ich weiß, aber wir müssen ein bisschen vorwärts kommen. Oh no. Oh, Scheiße. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, okay. Okay. Ein verdorbenes Serum mischen. Und dann müssen wir das uns auf jeden Fall merken mit der Janet. Die ist jetzt erstmal 15 Minuten ausgenockt. Und dann müssen wir am Computer eine wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Wow, haben wir hier oben sogar. Oh, wir haben sogar hier oben PCs. Schauen wir, gucken wir mal. Karriere. Wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Ja, mega. Wir schreiben jetzt unsere Abhandlung. Minty schreibt über Aliens auf jeden Fall. Und ihre Auswirkungen auf Strangeville. Einen Kollegen putzen lassen. Komm, wir machen, gehen mal zu meinem Self-Sim und machen das Gedankenkontrolle. Säubern. Janet, bist du wieder normal oder bist du wieder Gaga? Wo ist die Janet? Janet, wo bist du? Janet, wo ist die Janet? Hallo? Erde an Janet. Wo ist die Janet? Janet. Jennifer. Janet Sullivan. Bitte kommen Sie an den Eingang des Labors. Regina. Janet, da ist der. Da, nein. Da? Nee, das ist sie. Da ist der Dings, der Vincent. Vincent Sullivan. Interessant, dass ihr denselben Nachnamen habt. Hä, wo ist denn die Janet? Janet, wo bist du? Komm, wir sind ein bisschen böse zu ihm. Wir müssen jetzt, ich muss einfach jetzt hier diesen einen Fortschritt wieder hinbekommen. Und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir durch den Polizisten, mit dem wir uns gekloppt haben, um an diesen Scanner zu bekommen, dass da eine 1 stand. Deshalb werde ich so frei sein. Ich hoffe, das ist für dich okay, dass ich mit ihm jetzt ein bisschen Zoff anfange, dass hier eine 1 steht und werde das dann über den UI-Cheat abschließen. Denn sie hätte ja dann somit beide Personen, die sie nicht mochte. Ich hoffe, für dich ist das okay, wirklich. Und wir verkünden mal eine falsche, schlechte Nachricht. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Hat es geklappt? Wir geben ihm mal ein verdorbenes Serum. Vielleicht hilft es ja auch schon. Hello, wir wollen streiten. Bitte. Oh, es geht los. Okay. Okay. Hat es jetzt funktioniert? Okay. Oh, er trinkt unser Serum. Und fühlst du dich jetzt schlecht oder fühlst du dich gut? Wir sind heute mal ein bisschen auf Unfug aus. Wir werden ihm eine schlechte Nachricht verkünden. Wir werden ihn erschrecken, behaupten, dass wir ein kriminelles Superhirn sind und haben Level 3 schon mal erreicht. Das freut mich ja schon mal sehr. Oh nein. Okay, sie hat irgendwas erzählt, dass jemand tot wäre. Und sie lacht sich ein bisschen tot. Ich mag das ja nicht. Ich bin ja nicht so die Böse immer. Also, ich habe da immer dann ein schlechtes Gewissen. Sie will blau machen. Okay. Minty will blau machen. Mini.
Wir müssen uns mit ihm ein bisschen böse ansinnen. Unfug. Mit Handschocke reinlegen. Das können wir noch machen. Und dann müssen wir leider, glaube ich, ein bisschen in die Extreme gehen. Dass wir das hier dann... Wir müssen richtig gemein sein. Letzte Episode verderben. Also der Minty macht Spaß, gemein zu sein. Make-up auswählen, mit Vincent reden, Vincent beurteilen. Oh mein Gott, Minty. Beleidige mal seine Arbeitsmoral. Och, ich möchte es nicht, dass man so böse zueinander ist. Dann können wir doch mal über Politik streiten. Oh, er ist wütend. Er ist schon wütend auf uns. Oh mein Gott. Na, wer gewinnt den Streit? Ich bin mal gespannt, wer den Dings wird. Ich habe ihm dann noch ausgewählt, dass sie wieder die Arbeitsmoral beleidigen soll und die Erziehungsfähigkeiten beleidigen soll. Damit wir hier den Fortschritt bekommen. Oh, der Balken steigt. Letzte Episode verderben. Oh mein Gott, über Outfit spotten. Oh mein Gott. Jetzt legt sie aber echt alles drauf. Das haben wir auf jeden Fall jetzt geschafft. Da steht wieder eine 1. Wie gesagt, ich werde das jetzt abschließen, dieses, dass sie den zweiten Sim rein theoretisch auch hätte. Denn ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass das damals mit dem Polizisten so war. Und ich fände es eigentlich total ungerecht, wenn wir jetzt noch einen Sim böse sein machen müssten da. Deshalb werde ich das jetzt aktivieren. Jumps haben wir. Level 3 der Schelmfähigkeit erreichen, das haben wir. 3 schelmische Aktionen am Computer durchführen. Da ist sie, Janet. Da ist sie. Sie ist doch nicht mehr besessen. Sie hat sich entschieden, doch bei uns im Büro zu bleiben. Okay. Minty, Beeilung. So, was müssen wir machen? Wir müssen sie nach dem Tag fragen. Über Kollegen tratschen. Und dann werden wir eine falsche, schlechte Nachricht verkünden. Was? Unfug? Lieber nicht. Soll sie ein neues Kapitel aufschlagen und akzeptieren, dass sie Unfug nicht mag? Nein, sie mag ja Unfug. Haben wir? Okay. Wir werden jetzt die Minty einmal auf die Toilette schicken. Sie muss nämlich mal ganz dringend. Süßes, schau mal hier. Hierhin teleportieren. Vincent! Der Vincent ist leider mein Kandidat, der bei uns jetzt hier leider dran glauben muss, wenn ich ihn finde. Vincent, wo ist der Vincent? Da ist unsere Rakete. Gut, Minty, als allererstes würde ich sagen, darfst du ein bisschen an der Rakete rumbasteln. 10 Minuten. Und in der Zeit suche ich den Vincent mal. Vincent, 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 Vincent. Da ist der Vincent. Und danach darfst du hierhin geportet kommen. Sag hier, Vincent, schau mal. Trink mal. Das stillt deinen Hunger. Wir müssen ihn putzen lassen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach. Hier, putzen. Und dann müssen wir ein Dings noch herstellen, dass wir das dem anderen noch dann geben können. Sag hier, putz mal bitte die Bude für uns. Ach, Minty, ach, Minty. So, schau mal. Komm mal hier hoch. Wir werden dann heute noch ein bisschen Kontakt mit den Aliens knüpfen. Ich hätte nämlich gern, dass die Minty von einem Alien entführt wird. So, Minty. Ich hoffe, das klappt alles. Es scheint wieder was schiefgelaufen zu sein. Also irgendwie müssen wir das Experimentieren noch ein bisschen üben. Und zwar... Ah, nur alle 24 Stunden. Okay, schade. Können wir hier irgendwas an den Pflänzchen machen, dass man da Aliens kontaktieren. Kontaktiere mal die Aliens und wir machen die Nachbarschaft wieder glücklich. Was möchte sie hier blau machen? Die Aliens werden zu uns kommen, ne? Da bin ich immer gespannt. Jetzt müssen wir wirklich vortäuschen, einen Kollegen zu feuern.
Oh mein Gott. Ja, Vincent. Der Vincent muss heute leider dran glauben, vorgeben zu feuern. Oh mein Gott. Der Vincent, der hasst uns wirklich. Und mir tut er so leid. Er tut mir so leid. Und er denkt so, nein, jetzt habe ich keinen Job mehr. Was soll ich nur meiner Frau sagen? Ich weiß nicht, ob seine Frau arbeitet. Hat er jetzt Make-up drauf? Vincent, hast du Make-up drauf? 843 Simoleons. Perfekt, Minty. Und dann schauen wir mal, was mit dem Trevor und der Minty heute so passiert. Ob die Minty eventuell Glück hat und die Aliens sagen, komm, die laden wir mal zu uns ein. Die ist so eine wissbegierige Forscherin, mit der könnten wir unseren Spaß haben, wenn sie vorbeikommt. Deshalb, ja, ich hoffe sehr, dass sie von einem Alien entführt wird. Er wird gleich da sein, Mindy, dein Trevor. Und wir fragen den Trevor dann gleich, ob er bei uns einziehen möchte. Oder Trevor, wäre das was? Möchtest du einziehen bei uns? So, Sweetie. Die beiden, was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr? Geht ihr auf die Couch und unterhaltet euch? Sagt Trevor, mein Arbeitstag war Bombe. Ich war voll schelmisch zu den anderen Kollegen. Ach Gott, oh Gott. Hat es denn jetzt wenigstens. Wir sind voll bei Schelm hochgegangen. Ja, mega. Ja, du bist müde, ich weiß. Guck mal, du kannst ihn massieren. Och, Minty. So, wir wagen es. Wir wagen es, Zukunftspläne machen. Das werden wir jetzt als allererstes machen. Wir werden Zukunftspläne machen. Was können wir noch für die Zukunft machen? Die Wuhu-Rede halt. Genau. Das werden wir jetzt machen. Die Wuhu-Rede halten. Och, ne? Oh, ne, Omi wollte ich schon sagen. Was hast du denn? Ich muss es unbedingt raus machen. Es nervt mich einfach so sehr. Dann wirst du ihn jetzt mal fragen, ob er einziehen möchte. Ja, wir machen das jetzt. Wir laden den Trevor jetzt bei uns zu Hause ein. Der darf jetzt einziehen. Wir werden nicht das ganze Geld mitnehmen, was er besitzt. Der wohnt mit anderen noch zu Hause. Das weiß ich. Genau hier mit denen. Die haben 30.000. Und dann würde ich sagen, darf der Trevor 10.000 mitnehmen. Dann haben die noch 25. Die haben ja alle ihre Jobs. Ui, wir haben 24.000 Simoleons. Und der Trevor ist eingezogen. Yes. Wieso macht es jetzt ein Ladebildschirm? Ich habe mir auch gerade überlegt, dass ich privat, wenn die Folge dann rum sein sollte, den Trevor einmal umstylen ein bisschen. Ihm sein Arbeitsoutfit, was im Alltag so drin ist, einmal klauen werde, dass er das nicht immer anhat. Minty, wirst du ein Kraftnickerchen bitte machen? Tolles Gefühl. Errötet. Faszinierender Lebensstil. Was hat er noch? Heimisch wegen Kunststücksmerkmal. Etwas Neues gelernt? Intensive Lust. Oh, Trevor. Ja, von mir aus könnt ihr nochmal testen, Leute. Dreckige Hände. Okay. Und der Trevor ist Meistermixer vom Bestreben. Okay. Hat scheint doch keinen Job. Okay, dann muss ich ihm den Job nochmal zu. Oh, hat voll viele Sachen, sehe ich hier gerade. Und auf jeden Fall können wir gerade mal bei ihm reingucken. Oh, er findet die Mindy als sehr attraktiv. Oh, mein Gott. Oh, wie Gott. Na, er ist verknallt in sie. Naturfreak. Wie süß, wie süß, wie süß. Ja, gut. Trevor, du darfst dann hier dein Ding machen, wenn du willst. Du könntest mal, wenn du möchtest, gerade die kleine Kuhpflanze füttern, dann darfst du dein Ding weitermachen. Die Mindy macht jetzt kurz ein Nickerchen und dann ist es auch schon fast 21:20 Uhr wieder. Die Zeit vergeht rucki-zucki. Der Trevor ist bei uns eingezogen. Wie krass. Entschuldigung für die Sirene gerade im Hintergrund. Aber uns ist gerade im Moment echt viel. Ich hoffe, da ist immer nie was Schlimmes. Also ich finde, der Trevor ist ein richtiger Süßfratz. Und ich finde, die passen so gut zueinander, die zwei.
Also wirklich, ich bin absolut begeistert von den beiden. Und ich denke, die beiden, das wird was ganz Schönes zwischen den beiden. Du möchtest Hände waschen. Ja, dann hier Hände waschen. Hände waschen. Und genau, ich gebe dir dann ein bisschen noch was anderes an Outfit. Wir bearbeiten dein Arbeitsoutfit. Und dann ist der Trevor auch vollständig. Kann man das irgendwie so sagen? Ich weiß es gerade nicht. Mindy? Seltsames Licht untersuchen? Mindy, wirst du entführt? Wirst du entführt? Wirst du von einem Alien entführt? Oh ja, mein Gott, es geht los. Oh mein Gott. 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 Sie wird von den Aliens entführt. Wie sie guckt. Oh mein Gott. Oh Leute, ich habe so drauf gehofft. Ich saß immer wie so eine Bekloppte auch zu meinem Freund. Ich so, ich hoffe, meine Mindy wird von einem Alien entführt. Oh mein Gott, sie wird entführt. Ich glaub's ja nicht. Mindy, du wirst entführt. Ich hoffe, du kriegst ein Alien-Baby. Oh mein Gott, Minty, Minty, Minty. Minty, sie wird entführt von einem Alien. Woo! Gute Reise. Tschüss, viel Spaß. Oh mein Gott, sie wird von einem Alien entführt. Wie krass, sie ist entführt worden. Juhu. Trevor, willst du die Wäsche machen? In Waschwanne, komm. Du darfst danach schlafen, versprochen. Was machst denn du jetzt? Ne, Trevor. Aber ich glaube, der Trevor ist so ein herzensguter Mensch. Was hat er denn überhaupt hier so für Merkmale? Oh Gott, hast du vieles. Also, der Trevor ist ordentlich, ein Genießer und Perfektionist. Ist eine Sportskanone, ein Gelehrter, ein Künstlerischer, ein Weise. Frisch gekocht, Handwerker, sorglos, kreativ begabt. Körperlich begabt, Essenz des Geschmacks. Ein Grübler, schneller Lerner, hoher Stoffwechsel, Erfolgsinn. Oh mein Gott, möchte momentan keine Kinder. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, verdammt. Darf doch nicht wahr sein jetzt. Trevor, ich dachte, du magst Kinder. Ha, wenn nicht, muss ich es anpassen, dass ich ihn auf neutral in dem Sinn stimme. Und dann wieder einmal auf die Wäscheleine. Oh, die Minty ist wieder da. Die Minty ist wieder da. Die Mini ist wieder da. Mini, wie geht's dir? Wie war dein Erfolgserlebnis? Wie war's? Geht's dir gut? Bist du schwanger? Geht's dir gut? Also, sie ist sehr happy. Ihr geht's gut. Auf und davon. Sorgt dafür, dass drei Sims von Aliens entführt werden, okay? Ihr geht's gut. Hat sie jetzt hier irgendein Moodlet? Dehydriert. Sie muss ganz dringend auf Toilette. Und was hat sie noch? Sie ist dehydriert. Dann schnapp dir mal ein Glas. Aber erst musst du die Ranken entfernen. Und was hat sie hier für ein Moodlet? Oh, beim Anblick der erstaunlichen Alien-Technologie bleibt einem wirklich die Spucke weg. Vor allem, wenn sie bei einem selbst angewandt wird. So geil. Wie geht es dir? Oh mein Gott, die Mindy wurde entführt. Hoffentlich ist sie schwanger. Ich hoffe es ja, dass sie mit dem Alien-Baby schwanger ist. Dann kannst du ein bisschen experimentieren. Und ich denke, so als Abschluss dürfte dann nochmal techteln, so dass der Trevor nicht vollkommt, denkt, sie ist bekloppt und lässt sich von einem Alien schwängern. Dass man vielleicht. Oh, was, was? Ich brauche Flirt. Oh, okay, gut. Okay. Dann müssen wir hier ein bisschen flirten. Könnt ihr nochmal euch küssen? Und dann würde ich sagen, dürft ihr einmal techteln, nach Fruchtbarkeit fragen. Uiu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 i. Wow. Wir werden dann einmal techteln, dass man zumindest ein bisschen sagen könnte, gut, das Kind könnte noch von Trevor sein. Habt Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns dann, sobald sie wieder wach sind, der nächste Tag ist und wir wieder auf die Arbeit gehen. Und zwar kostet das 133.759 Simoleons. Und unser aktuelles Haus bringt uns
96.000. Oh, da müssen wir einiges noch zusammenbekommen. Oh, oh, oh. Wir können die Klonmaschine machen. Uiuiuiuiui, eine Klonmaschine. Was können wir denn damit alles machen? Mit der Klonmaschine? Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir das ihr verabreichen können. Irgendeinem Sim dieses Schlangenöl, was nicht getestet ist. Na dann komm, Süße. Wir müssen eine DNA-Probe analysieren. Ist das das Analysegerät? Klonmaschine erfunden. Eine Pflanze klonen. Mini. Schau mal, wir stellen das Ding hier in die Mitte. Und eine Pflanze sollen wir klonen. Objekt klonen. Oh mein Gott, das wird spannend. Das wird spannend. Mindy hat nichts Neues über Anna herausgefunden. Okay, immerhin. Wir klonen. Oh mein Gott, wow. Sieht das cool aus. Wir haben es geklont. Oh mein Gott. Wir haben es geklont. Ein Serum klonen. Also die Klonmaschine nehmen wir uns auf jeden Fall mit nach Hause. Können wir zu Hause irgendwelche Sachen klonen. Das sah nicht so gut aus. Noch, Mindy, wieso klappt denn das bei uns nicht? Das nervt mich ein bisschen. Schau mal. Hallo, Vincent. Schön, dass du auch wieder da bist. Ah, Vincent. Es tut mir so leid, aber... Es tut mir leid. Du musst heute dran glauben. Hier hat jemand wieder einen PC geschrottet. Sag hier, ich habe extra was gemacht, damit wir uns wieder... er traut uns nicht. Nein, danke. Das Serum sieht zu seltsam aus, um es zu trinken. Ja gut, dann werden wir dich einmal mit dem Froststand bestrafen. Oh, es tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen schelmisch auch selbst drauf. Oh, das ist schon geil. Tja, es tut mir leid. Wollen wir sie mal fragen, ob sie unser Serum testen möchte? Schau mal hier. Wir geben ihr das mit dem Hunger. Da passiert nicht so viel draus. Was ist hier? Warum klappt das nicht? Ja, ich weiß nicht, wieso das nicht klappt mit dem Serum. Oh, sie trinkt es. Okay. Sie trinkt es. Nächster Versuch. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Und es wird ein gutes Serum. Geschafft! Oh mein Gott, Mindy hat es geschafft. Es muss es nur noch getestet werden. Okay. Okay. Wo haben wir? Irgendwie werden die Leute im Labor auch immer weniger, habe ich den Eindruck. Serum testen, Schlangenöl. Und dann gehen wir an die... Stopp! Nein. Wir müssen das erst klonen. Wir müssen das erst klonen, dass wir die Aufgabe auch erfüllt haben. Verdorben. Das ist das Gute. So, einmal bitte klonen. Mini, los. Mini. Und, oh, das sieht gut aus. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir die auch reinmachen. Und du gibst ihr bitte das Serum. Dann machen wir das mit meinem Self-Sim. Die steht nämlich eh gerade hier rum. Dann kannst du sauber werden lassen. Hast du Hunger? Dann musst du dir oben was aus der Kantine holen, wenn du Hunger hast. Aliens kontaktieren. Okay, Minty. Moment. Hatten wir nicht hier draußen auch irgend so Dinge? Aliens kontaktieren. Piu-piu. Aliens kontaktieren. Und wir machen die Stadt wieder glücklich. Düp. Muahaha, diese Erfindung ist ja sowas von unterhaltsam. Ich glaube, ihr die Klonmaschine gefällt der Mindy. Eine glückliche Stadt sind wir jetzt. Juhu! Und wir sind befördert worden. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Mindy wurde befördert und ist jetzt Ufologin. Und zwar bekommen wir jetzt insgesamt, wow, 102 Simoleons pro Stunde. Zudem haben wir 576 Simoleons verdient, haben eine farbhafte Wandtür bekommen, ein bruchsicheres Fenster und einen Urlaubstag und 843 Simoleons.
Super schön. Super, super schön. Also wir brauchen ungefähr 40.000 zusammen für das neue Haus. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir das natürlich hinbekommen. Du wirst die jetzt nochmal ins Georat schicken, alle. Dass wir eventuell vielleicht aus diesen ganzen Dingern dann unser letztes Element rausbekommen. Möchtest du gern so glücklich sein wie ich? Nun, es liegt in deiner Hand. Schick mir einfach ein Simoleon, zöger nicht, die Glückseligkeit in nur einen Simoleon entfernt. Ja gut. Ein Simoleon macht uns ja jetzt nicht arm. Och Mini, hör auf zu pupsen. Ich mach dir das jetzt wieder weg, das nervt mich. Hallo Trevor Schatz, schau mal, sie geht jetzt zu ihm. Und wird ihm erstmal, ich versuche es, die Beförderung teilen, wenn es geht. Erzähl ihm mal eine fesselnde Geschichte. Sie gibt ihm erstmal ein Küsschen auf die Wange, das finde ich sehr schön. Und dann zur Beförderung teilen. Sagt, Jeff, ich bin heute wieder befördert worden. Jetzt bin ich Ufologin. Jetzt werde ich Kontakt zu den Aliens haben. Und ich hoffe sehr, dass wir natürlich dann auch das mit der Mutterpflanze hinbekommen. Dann könnt ihr mal über das Kochen reden. Ist das eine Idee? So, ihr Süßen. Dann wirst ihr mal die süße Nichtigkeit noch flüstern. Barista wird er bei uns jetzt nicht mehr sein. Und ja, ich würde dann sagen, dass ich auch die Folge dann schon beende. Die beiden werden noch einen schönen Schauspieler, Wissenschaftler, Astronaut, Bauplaner, Bildungswesen, Büropersonal, Freelancer, Geheimagent, Gärtner, Ingenieur, Kritiker, Leckermaul, Militär, Politiker. Wow, da sind Sachen dabei, die ich mir so noch gar nicht in den Kopf komme. Ich glaube, der Trevor wird halbtags nur arbeiten. Oder er macht Rettungsschwimmer in Sulani. Da der Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags. Ja, das passt gut. Wenn der Trevor nämlich dann nur montags, nur frei hat, montags, dienstags und mittwochs, kann er sich immer gut um die Kinder kümmern. Er ist um 12 dann direkt wieder zu Hause. Das passt. Ja, er wird Rettungsschwimmer ab heute. Wie gesagt, ich werde ihn dann später noch ein bisschen umstylen. Du wirst ihn dann das nächste Mal in der nächsten Folge sehen, wie er aussieht. Und ja, die Mindy wurde befördert. Wir sind jetzt Stufe 6 und müssen jetzt 12 Durchbrüche erzielen. 2 braucht sie noch. Und ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Wir müssen hier noch ein bisschen 3 schelmische Aktionen am Computer. Also ich sehe jetzt nichts, was ich schelmisch agieren kann. Okay, gut. Ich gucke, dass ich das irgendwie noch hinbekomme. Auf jeden Fall war es wieder eine sehr, sehr interessante Folge. Die Mindy ist von Aliens entführt worden. Hat mit dem Trevor getestet. Die beiden haben nicht verhütet. Es wurde nicht verhütet. Mega krass. Ich bin sehr gespannt. Könnten wir einen Schwangerschaftstest machen? Nein, okay. Dann wird sie wahrscheinlich nicht schwanger sein. Aber ich weiß nicht. Aktuell hat sie ja noch keine Moodlets. Deshalb bin ich sehr gespannt. Doch sie könnte einen Schwangerschaftstest machen. Geh mal pieseln auf jeden Fall. Und wir machen jetzt mal Pause. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Du freust dich auf einen weiteren Part. Ich bin gespannt, ob die Mindy diesen Abend auch wieder entführt wird. Ich muss mal gucken, ob ich den Abend jetzt für die beiden ganz in Ruhe mit einem Filmchen ausklingen lasse und das privat spiele. Falls sie entführt wird, mache ich ihr natürlich Bilder. Dann würde ich sagen, hab noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!